Ja, ich bin's wieder. Okay, so nahe heran. Hier mit meinem Let's Play von Deponia. Jo. Einfach mal weiter. Oh, wie süß sie schläft. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Naja. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Hm. Ach ja. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Sie leuchtet grün. Das bedeutet sie. Dynamit gefischt und sonnengetrocknet. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Ja. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Dieselben auch noch. Nee, danke. Nein! Ja, was auch immer. Hey! Just. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon genau die... Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Oh Gott! Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Oh Gott. Wie kann man sowas nur essen? Ich muss schon bei... Ich denke mir schon bei Fisch die ganze Zeit. Wie kann man das essen? Ich war hier schon mal. Als Kind. Mit meinem Dad. Ich bin ihm bis hierher nachgelaufen. Als er mich bemerkte, hat er sich so gefreut, dass er mir Zuckerwatte gekauft hat. Dann sagte er, ich soll auf ihn warten, während er das Hochboot nach Elysium sucht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Sünde. Sünde. Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Aha. 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. Okay. Kurz mal eben kurz weggehen. Danke. Upsi. Fail. 3 und 3? 6, oder? Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das zu bedeuten hat. Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Oh, da ist noch ein Hebel. Damit lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Derzeit steht er auf geschmacklos. Damit lässt sich der scheint kaputt zu sein. Ich muss bestimmt erst dieses Hebelrätsel lösen. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Er weiß es doch. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ja. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum... Ein Stecker? Och nö. Och doch. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Hat die Maschine uns gerade ausgelacht? Was für ein Sack! Jetzt steht er auf Calzone. Geht noch weiter? Jetzt steht er auf Phosphor. Was ist das bitte schön für eine komische Zuckerwatte? Jetzt steht er auf geschmacklos. Well, anyway. Es sind alles Primzahlen. Das hier gab's schon mal. Das hier gab's... Okay. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Tja, kann man nichts machen, ein ne? Ein Kaugummi, aber sofort.
Was? Hm. Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Oder so. Einfach mit Dings. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine mit Hut. Egal. Mal kauen. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Kann ich das vielleicht? So viel Klebefläche, wie soll man sich da entscheiden? Okay. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Okay. Okay. Was soll das jetzt mit diesen Hebeln sein? Das hier gab's schon mal. Ich komm schon noch drauf. Ich glaube, das verwirrt mich sonst nur zu sehr. Jetzt steht er auf Calzone. Calzone. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Kam mir jetzt gerade auch in den Sinn. Ich dumme Nuss. Lass mal gucken. Mit Calzone-Geschmack. Mein Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Calzone. Nur wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. Ja. Verlassen wir es dabei. Jetzt steht er auf Phosphor. So, was ist mit Phosphor? I mean, hello, Phosphor. Naja, sollen wir das echt essen? Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Well, yeah. Naja, kann ich also fressen, so viel ich will. Schön! Ruhe und Frieden. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Ja. Auf jeden Fall. Was haben wir denn sonst noch hier? So, einmal runter. Oh, ist das Gebiet. Mann, ist das leer hier! Was ist das? Bahnhofshalle? Okay. Klappe! Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Moment, ohne Licht? Moment. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Oh. Ist der Schwitz schlecht. Nein, lass offen. So, was gibt's denn sonst hier? Oh mein Gott. What the hell? Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Ich wollte schon sagen. Schlammetier! Wie bescheuert. Ich spare mir meine telekinetischen Ach komm schon! Manu. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht zwei Autos weiter.
Tja, gab's eine Kollision. Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Was, da ist ein... Da ist ein Kernreaktor, was? Eine Tonne mit Wasser. Radioaktives Wasser? Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Und da packt er auch noch rein. Es hätte auch Säure sein können. Rufus! Mann! Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Das ist eine Gabel! Ich krieg schon wieder Hunger. Ich spare mir... Oh, hat er Hunger. Ja. Ich spare mir meine... Ach, hey, ist langweilig, du. Versuch's doch wenigstens mal. Da flog was. Auf dem Mosaik winken und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge, ich brauche mehr Licht. More light. Okay. In der Nische ist eine Halter, rumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Okay. Eine Lampe. Das einzige Licht hier hinten. Ja, ich merk schon. Noch ein Mosaik. Ah, und da, ich wette, da sagt er auch wieder, Licht. Licht nötig. Bäh. Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Keine Ahnung. Waschzeug? Oh, hier geht's auch rein. Ein Fahrstuhl. Wie schön. Mit einem Öltankklappe. Eine Uhr. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Schön. Blöde Zeit. Ah ja. Kann ich wieder auf und zu machen? Ein Putzschrank. Ah ja. Mit einem Wischmopp. Und Seife. Und einem Eimer. Ach, ist das schön. So, provisorisch wieder abmachen. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Aha. R, U, F. Das war's nicht. Das vielleicht. R, U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Ey, wie kann man nur so selbstverliebt sein? Verdammt, funktioniert denn hier gar nichts? Tja, kann man aber nichts machen. Aber wenn ich hier schon einen Eimer habe, dann kann ich den doch hier füllen. Mit Wasser, welchen wir ja da gefunden haben. Ey, wo gehst du denn hin? Moment, da. Was habe ich denn da? Ein Steinchen. Ach, wie schön, dass ich das gesehen habe. Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und hey, hey, hey. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? So. Dann, ja. Wie gesagt, ein bisschen sammeln. So. Und tun wir das Wasser in den Eimer. Schön. Ist ja auch zum Glück nicht verseucht, also kann man das machen. Schön. So, und einmal hier. Ma, Seife rein. Schaumig. Schaumig und vitaminreich. Naja, das nicht unbedingt, aber ja. Ja, schön. Dann kann ich doch hier jetzt das Ding sauber machen. Jetzt wird geputzt. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus.
Mach einfach, du faule Socke! Mist, der Wischmob ist zerbrochen. Na, wenigstens ist Na, das Ding so sauber. Ein Jammer aber auch. Naja, wenigstens ist es sauber geworden. Eine Mopstange? Moment, kann ich das nicht vielleicht irgendwie reparieren? So viel Klee soll man sich da ein... Okay, nein. So viel Klee soll man... Hätte er sein können. Aha! Mosaikstein mit Kaugummi. Ah ja. War irgendwie zu erwarten. Da ist ein Loch. Da fehlt ein Stück Scheibe. Ich brauche mehr Licht. Really? Und wieder eine Klappe und in der Nische ist eine Halb drumherum. Das kann... Oder nur... Ah ja. Ein Haufen Schrottkrabben in einem Stripschuppen. Da ist die Tanzstange. Da die Krabben und da die Cocktailsoße. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Er braucht mehr Licht, hat er gesagt. Die Lampe kann ich auch nicht irgendwie einstellen. Aber zumindest haben wir ein bisschen etwas geschafft. Das ist schön. Das ist nice. So gefällt mir das. Oh, wie süß sie schläft. So niedlich. Jetzt mal ganz blöd. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Ups, das... Eigentlich wollte ich mir das nur angucken. Auf dem Mosaik winken... Oh, ein Mitmachen, ich brauche... Ich wollte das aber auch nicht essen, Mann. Ich bin ja aber auch ein Held. Moment, kann ich das vielleicht nicht auch reinstecken? Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 mm nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Schade. Hätte ja klappen können. So. Ich wollte ihn aber auch nicht essen kommen. Kann ich den vielleicht reinstecken? Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Feuer? Ah, ich kann die dann wieder mitnehmen. Okay, das ist nice. Das ist nice. Puh. Licht. Irgendwo muss es doch Licht geben. Tut's aber nirgendwo. Ah, gut. Wenigstens ein bisschen was geschafft. Hui. Und wie sieht das aus? Und was war das bisschen? Ich hab geputzt. Ich hab verdammt nochmal geputzt. Als ob ich das nicht schon zu Hause mache. Egal ob positiv oder negativ, wir haben immer gern gesehen. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, Guys!